Willkommen zurück zu SimCity Boulevard, der zweite Teil von Wenn ich aktiv spiele. Ich werde jetzt eine Kurzaufnahme machen, denn mein Lager platzt komplett. Ich kann es endlich erweitern, ich habe endlich genug Lagerstangen und schon haben wir einiges mehr an Platz. Und danach werden wir eine recht einfache Challenge noch machen. Wir machen noch nicht diese Katastrophengebiete. Die machen wir danach. Wegen dem Platzmangel musste ich erstmal noch ein bisschen warten. Aber das hier machen wir noch. 15.000 Simoleons verdienen. Dazu gehen wir einfach mal kurz hier hin. Haben schon so gut wie alles. Machen das mal weg und sammeln hier die Tempomarkenteile ein. Okay. So Leute, da bin ich wieder. Es sind jetzt knapp 2 Stunden schon vergangen. Und ihr seht, ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Ja, es war langsam mal nötig. Ich hatte nämlich keinen Platz mehr für Gebäude, hatte überall diese Sachen hier. Kann man die eigentlich verkaufen? Ich glaube, das geht nicht. Dann machen wir die wieder dahin, wenn Weihnachten ist. Dann bauen wir die wieder auf. Natürlich haben wir jetzt dadurch weniger Bewohner in unserer Stadt. Aber, naja. Sportmerchandise. Lappland Hotel. Ja, ich habe hier einige Sachen ausgemistet, sage ich jetzt mal. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben. So, dann werden wir jetzt als nächstes die Katastrophengebiete aufbauen. So, dann haben wir das hier aufbauen, kriegen einen goldenen Schlüssel. Ich habe auch eine Menge schon verbraten. So.
Jetzt haben wir die Seen auch komplett. Stufe 5 erreicht. Später. So, danach bleiben wir noch erstmal hier. London Town Gebäude. So, das hier war's, oder? Ja, da fehlt nur ein bisschen Holz. Und ausbauen. Da ist noch der Nagel und das Maßband. Dann ist jetzt alles wieder komplett, denke ich mal. Ja. Und wir werden noch was ausbauen. Nämlich Frostfjordgebiete. So. Gehen wir mal zum Frostfjord. Nämlich, nein, oh, ein Samen und ein Fisch fehlen noch. Dann holen wir noch mal einen Samen. So, und dann haben wir das auch schon geschafft. Bestenliste. 11.325 Punkte. Okay, ich glaube, das war's für erste. Ich glaube, ich werde noch ein paar Sachen machen, wie herstellen und einsammeln. Zum Beispiel Mineralien und Zucker und Gewürze. Das Tierfutter mache ich wahrscheinlich nicht und die Tische auch nicht. Frachtschifflieferung vielleicht. Legendäre Punkte eher nicht. Strandbereich kann ich nicht. Eine Attraktion verbessern. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ist irgendwas mit Parks. Aber mehr weiß ich auch nicht. Kann man die Attraktion verbessern? Nein. Ja, und da habe ich gerade die Aufnahme beendet. Wir haben hier noch eine Bonustruhe. Können wir verkaufen. Bringt dann einiges an Geld. Die Exportzentrale müssen wir auch mal gucken, was das ist. Ich verstehe es nicht genau. Da. Aha. Wenn wir alles haben, bekommen wir nochmal 27 von den Fischmünzen, Flossenmünzen. Muss ich mal gucken, ob ich das mal machen werde. Aha. Ja, okay. Mit Geld kann man sich das dann auch erkaufen. Nun gut, dann bereite ich jetzt mal die Herstellen und Einsammeln Challenge vor. Mein Stadtlager ist voll.
5. Nochmal 5. Da warte ich nochmal kurz. So. Machen wir als erstes Mineralien. 5, 10, 15, 20, 25, ups, 30, 35, 36. Mal gucken. 39. Mist. Wir müssen 39 herstellen. 37. Ja gut, dann muss ich die wohl noch... Das ist natürlich doof. Dann muss ich nochmal das Video aufteilen. Naja, okay. Dann teile ich es halt nochmal auf. Ist ja nicht besonders schwer. Ah, schön, dass ich einige Lagerstangen bekomme. Gut, dann mache ich jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns etwa in einer halben Stunde wieder. So Leute, eine halbe Stunde ist jetzt etwa vergangen. Das heißt, die Mineralien sind fertig. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Sachen gelöscht. Natürlich habe ich dadurch weniger Aufträge da oben. Jetzt habe ich nur noch 38, eben hatte ich noch 41, 42 oder so. Aber jetzt können wir zum Beispiel Wohngebäude ausbauen, was ich halt viel besser kann, als zwei Frachtschiffe hintereinander abzuschicken. Deshalb lohnt sich's eigentlich. So, dann geht's ans Sammeln. Mein Stadtlager ist jetzt schon voll. Okay. So, 5 Stück 200. 5 Stück 200 und 5 Stück 200. Ich habe schon einen Vorplatz geschaffen, hat aber nicht gereicht. So, dafür noch 2 Minuten sind da, das schaffen wir. Es fehlen eh nur noch 2. So lange können wir, warte, nicht da, sondern da. Können wir mal bei Heinz vorbeigucken. Wir müssen halt aufpassen, dass 2 Plätze im Stadtlager übrig bleiben. Jetzt, wo ich gerade nachdenke, klappt das niemals. Ich will alles kaufen, weil es sich einfach lohnt. Er hat auch noch ein Geschenk, also unser Stadtlager ist eh voll. Die Samen können wir da lassen. Mais. Nun gut, wir haben knapp 2 Minuten Zeit. Nee, eine. Bis da muss es weg sein. Komm, das hier. Machen wir noch in die Werbung. So, Platz haben wir jetzt wieder auf jeden Fall. Und dann zeige ich euch noch kurz, was ich hier gemacht habe.
beim Frostfjord. Ich habe einiges umgebaut. Davor sah es doof aus. Jetzt ist es auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich mache das so rum, nicht andersrum. So rum finde ich es besser. Es gibt nur ein Problem hierbei. Das hier würde locker reichen. Es hat alles im Griff. Natürlich hier war es noch besser. Aber da steht die Feuerwache. Und die hat halt nur so einen großen Bereich. Da. Wenn wir jetzt noch hier hingestellt haben, die keinen Schutz mehr. Die mittleren Stufen aufgebaut, nicht die kleinen, weil die halt einen perfekten Radius eigentlich haben. Genau wie das große Geothermie-Heizwerk. Das brauche ich halt. 600 Flossen Romulans. Wenn man das hier noch zerstört, hätte man noch 150, also 380, das reicht halt überhaupt nicht. Das hier könnte ich machen. Werde ich dann wahrscheinlich auch, aber jetzt erstmal nicht. Nee. Jetzt erstmal nicht. Dann gehen wir zurück, sammeln noch die Mineralien ein. Und dann haben wir das auch schon geschafft. Und dann ist es auch schon mit der Folge vorbei. Das sind immerhin schon 17 Minuten. So. 1170 Punkte. Pariser Gebäude ausbauen. Aha. Da. Kann ich ja mal vorbereiten. Genug Pullover haben wir auch. Also, nochmal zwei von diesen Winterteilen. Na toll. Stufe 6 haben wir aber immerhin schon erreicht. Und wir kommen dem ersten Platz näher. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn noch einholen werden. Auch wenn es schön wäre. Hier kriegt man 100 Simcash. Beim ersten Platz kriegt man einfach 200. Und 5 Diamantschlüssel mehr. Ich meine, stellt euch vor, einfach 409 Simcash. Ah, verdammt. Das wollte ich noch lassen. So, Stadtbereich. Machen wir das hier oder das hier? Das können wir noch nicht machen. Das auch noch nicht. Und die lohnen sich nicht. Ich glaube, ich mache das erst. Erweitern. So. So, und so, dann noch das hier. Und dann ich habe den Londoner Busbahnhof freigeschaltet. Den brauchen wir auch noch, weil ich habe nicht genug goldene Schlüssel. Was kommt danach? Strandunterhaltung, Berg. Unterhaltung. Das hier noch. Dann können wir auch die hier oben hin verschieben.
auch wenn wir jetzt einen Haufen von Bewohnern verlieren. So ist ordentlich. Das wollt ihr nicht. Verbessern wir noch hier die Straßen. So. Nein, brauchen wir nicht. Mach ich nur als Verbindung. Okay, Leute, das war's dann fürs Erste mit SimCity Builded. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Ich glaube, in den nächsten Ferien mache ich das wieder. Und bis dahin, macht's gut, bis dahin und tschüss.